Die Freiraumgestaltung am Frauenfeld schreitet voran. Die Wege wurden bereits neu asphaltiert. Jetzt kommen die Grünflächen dran. Bürgermeisterin Karin Bayer informierte mit Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn und Stadtrat Simon Jahn interessierte Anrainer über das neue grüne Projekt. Haben Sie schon einmal etwas von Urban Gardening gehört? Nein, Urban Gardening, das ist die meist kleinräumige gärtnerische Nutzung städtischer Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten oder in deren direkten Umfeld. Die nachhaltige Bewirtschaftung, die umweltschonende Produktion und ein bewusster Konsum der Erzeugnisse stehen dabei im Vordergrund. Das Projekt Grünspange Frauenfeld beschäftigt uns jetzt schon seit einigen Monaten. In den nächsten Wochen und Tagen geht es jetzt hier los auch mit der quasi Grünraumgestaltung. Zuerst sind ja quasi die Wege und sonstigen Einbauten erledigt worden, bis hin zur Bushaltestelle auf der Kletteringer Straße. Jetzt kommen die schönen Sachen, nämlich die ganzen Grünraumgestaltungen, Geländemodellierungen und die Bepflanzungen. Und ein Teil von dem Projekt, warum wir uns heute hier getroffen haben, ist so ein Kleinprojekt, das wir gemeinsam mit der Wien Süd hier starten wollen, so Urban Gardening, Hochbeete für die Anrainer, die im alten Teil der Gladbergstraße ohne Eigengärten im Erdgeschoss wohnen, um hier die Möglichkeit anzubieten, selbst ein paar Gemüsesachen über den Sommer anzupflanzen und gemeinsam hier ein bisschen dem Gärtnern zu frönen. Freut sich das als grüne Vizebürgermeisterin? Ich weiß nicht, ob sie jetzt als grüne Vizebürgermeisterin ist. Freut mich natürlich ganz persönlich auch, weil ich mir denke, es soll möglich sein, wenn man in Schwechat wohnt auch und in einem Mehrgeschosswohnbau wohnt zum Beispiel, dass es eine Möglichkeit gibt, sich gärtnerisch zu betätigen, auch dass man was von der Natur mitbekommt, vielleicht die Kinder auch sehen, wo wachsen denn die Paradeiser überhaupt und so weiter und so fort, oder dass Erdäpfel in der Erde sind, weiß auch nicht jeder oder jede von den Kleinen. Und ich denke mal, Natur mitzubekommen, finde ich ein wichtiges, schönes Projekt. Hier, weil wir ja diesen Grünraum Frauenfeld neu gestalten, hat sich angeboten, dass wir schauen, könnten wir auch so ein Stadtgarteln-Projekt hier unterbringen. Da ist heute die erste Besprechung, was die unmittelbaren Anrainerinnen und Anrainer betrifft, aber auch was die ersten Interessenten und Interessentinnen betrifft. Städtischer Gartenbau gewinnt aufgrund des urbanen Bevölkerungswachstums bei gleichzeitiger Verminderung landwirtschaftlicher Anbauflächen immer mehr an Bedeutung. Urban Gardening, Sie können also auch Schreber oder besser Stadtgarteln dazu sagen. Aktuell ist am Frauenfeld einiges in Bewegung. Die ersten Interessenten sind da. Wir wollen als Stadt natürlich auch einen fixen Partner haben, sprich die Stadtgemeinde unterstützt bei der Richtung der Infrastruktur, das heißt, was die Pflanzkästen anbelangt, auch noch die Erde, ein Wasseranschluss ist hier vorhanden, aber alles andere wollen wir einen Partner haben, einen Verein, damit klar ist, mit wem wir kommunizieren, wenn es da zum Beispiel Wechsel gibt von Nutzern und Nutzerinnen, dass klar ist, das ist der Verein und nicht jetzt der Einzelne, der ein Beet betreut, sondern es wird dann vielleicht von jemand anderen übernommen. Wir sind jetzt noch ein paar Erdhügeln, Mugeln. Das ist die Erde schon für die neue Gestaltung? Ja, es gibt eine Erdgestaltung, auch eine Modellierung. Es wird so eine Art Einfassung geben mit einem zentralen Baum dann in der Mitte hier. Es gibt aber auch zum Kindergarten hin noch ein bisschen eine Gestaltung, wo wir auch so geschütztere Bereiche haben, wo man in Ruhe dann sitzen kann. Ein großer Wunsch von mir war, dass wieder auch ein bisschen ein Dickicht entsteht, so wie es früher war, hinten der Windschutzgürtel in der Enfieldstraße und so weiter, wie ich da vor über 30 Jahren hergezogen bin, war das so die schönsten Spielplätze, quasi die Verstecke und so weiter, dass man das auch hinten ein bisschen unterbringt. Ja, und sonst, also Hundeauslaufzone soll noch zur Kletteringer Straße hinten kommen, also soll für jeden was dabei sein, wo er sich wohlfühlt und also genießen kann ein bisschen die Freizeit. Wir wollen es mal mit Hochbeeten probieren und schauen, wie gut wird das angenommen, wie gepflegt ist es dann, was sagen die Leute, die unmittelbar dabei wohnen, gefällt ihnen das oder nicht, das haben wir jetzt gerade, das erheben wir jetzt gerade und suchen nach Interessierten sozusagen, die sagen, ja, wenn da so ein Hochbeet stehen würde, dann würde ich es gerne auch besorgen sozusagen und bestellen und auch dann die Früchte des Erfolges ernten. Wir haben auch mit der Wien Süd gerade gesprochen oder schon
seit vielen Wochen darüber gesprochen, wie es bei anderen Wohnbauprojekten von Ihnen ist, wo eben alte Siedlungen sind, die noch keine Eigengärten im Erdgeschoss haben, dass solche Projekte stattfinden. Bei den modernen Wohnbauten gibt es teilweise begrünte Dachgärten, also wenn es schon extensive Begrünungen am Dach gibt, da wollen die Leute dann auch nutzen, das noch mit irgendeinem kleinen Beet, wo sie vielleicht irgendein Gemüse anpflanzen. Also es ist im Kommen, der Trend. In den Großstädten ist es ja überhaupt schon seit längerem ein Trend. Wir versuchen das jetzt hier in Schwechat und ich bin guter Dinge, dass das auch angenommen wird.